Wenn Theo Bleckmann singt, ist Gänsehaut garantiert. Der Deutsche in New York ist mehr als ein Geheimtipp. Er singt auf großen Bühnen, wie im New Yorker Lincoln Center. Doch vom Mainstream ist er weit entfernt. Wer ist dieser Mann, der sich in New York einen Namen gemacht hat? In einer Stadt, in der viele ihr Glück suchen. Hierher ist Theo Bleckmann vor 20 Jahren gekommen, als junger Jazzmusiker. Und ist ganz eigene Wege gegangen. Ich versuche immer, Sachen zu machen, bei denen ich so ein bisschen Angst bekomme. Oder bei denen ich herunterschaue und denke, oh Gott, das ist ja furchtbar, das kann ich nie schaffen. Ich glaube, dann ist ein Projekt auch interessant, weil wenn es zu bequem wird, dann passiert auch sehr wenig. Dazu gehört Mut, als unbekannter deutscher Musiker in die Jazzmetropole zu gehen. Einer von vielen zu sein, wo Hunderte miteinander konkurrieren. Bleckmann schaffte es, mit ungewöhnlichen Projekten auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt hat er sich die Musik von Kate Bush vorgenommen. Theo Bleckmann reicht es nicht, die Songs einfach zu covern. Er interpretiert die Titel völlig neu, mit ganz eigenen Arrangements und riesigem Stimmumfang. Eine Grammy-Nominierung und den Deutschen Echo-Preis hat Bleckmann schon in der Tasche. Sein Sound zwischen Elektronik, Chanson und Jazz kommt bei Fachleuten gut an und einem breiten Publikum entgegen. Come on, Angel, come on, darling, let's exchange the experience. Wenn wir die Leute zum Konzert hinkriegen, dann sind die glücklich. Aber manche Leute haben totale Angst davor und deshalb bin ich sehr vorsichtig mit den Ausdrücken experimentierfreudig oder avantgarde. Das ist so sehr abschreckend, weil ich glaube, was ich mache, ist sehr zugänglich. Und doch, er experimentiert. Mit Tönen und Alltagsgeräuschen. Tröten aus dem China-Laden. Später werden sie in seine Kompositionen einfließen. Das Suchen und Finden von etwas Unverwechselbarem. Gerade in der New Yorker Musikszene ist das unverzichtbar. Eine Möglichkeit, hier zu überleben, und das ist, seinen eigenen Weg zu finden. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, hier als Plagiat zu überleben, weil es gibt immer jemanden, der das erkennt oder immer... Also es ist wirklich, man ist auf sich selber geworfen. Das ist so eine ganz harte Sache. Und das hat mir sehr geholfen. Der Sänger liebt den New Yorker Trubel. Hier muss es immer schnell gehen, bloß kein Stillstand. Was für ein Kontrast, denn aufgewachsen ist er im Münsterland. In die USA ging Bleckmann ursprünglich wegen der Gesangsausbildung. Hat seine Fühler seitdem in viele Richtungen ausgestreckt. Darunter auch Alien-Geräusche gemacht für Steven Spielberg. Nicht zuletzt ihretwegen ist er nach New York gekommen. Sheila Jordan, eine bekannte Jazzsängerin. Sie begleitet ihn seit vielen Jahren als Mentorin und Freundin. Theo's a pioneer, you know? I was a pioneer, you know? Theo ist ein Pionier. Ich war auch eine Pionierin. Aber du wirst nicht akzeptiert, wenn du ein Pionier bist. Du wirst als Spinner abgetan. Dir hilft nur, an dich selbst zu glauben. Theo Bleckmann arbeitet gern mit Musikern zusammen, die sich, genau wie er, nicht festlegen lassen wollen. Die neugierig und bodenständig geblieben sind. Für mich ist Musik keine Gymnastik, irgendwas hervorzuzaubern, was mich jetzt besser macht, sondern es ist eine Sache, die im Moment entsteht mit Leuten im Raum. Dass es eine Sache ist, die nur dann entstehen kann, in diesem Moment. Let me cry.